Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout New Vegas. Ja, wir sind auf dem Weg zur Sierra Madre Eröffnungsgala. Und ja, we are here und ich glaube, hier müssen wir durch. Und da sind wir auch schon weiter. Jetzt gucke ich mal ganz kurz auf die Karte. Nimm mal ein, zwei Stimpaks, dass meine Figur wieder lacht zumindest. Ich mag lachende Figürchen. Genau, jetzt muss ich den ganzen Weg mich da wieder hochackern. Ich freue mich. Uah. Naja, auf zum Eierlauf. Nutzt ja alles nichts, meine Freunde. Wir müssen einen Weg finden. Fiese, fiese, fiese. Fiese, fiese Wolke. Das war hier oben lang, ne? Genau. Gerade erst gemacht und alles schon wieder vergessen. Mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. So, da waren die Rohre genau hier hoch. Da müsste ich gleich irgendwo. Geht ja nur hier lang. Hier lang bin ich dann gegangen, ne? Ja. Hier runter. Hier sind die ganzen Bärenfallen, genau. Und hier ist dann. Na, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Hier dann hoch und dann bin ich da rum und dann da raus. Alles klar. Ich habe du vollen Durchblick hier. Krass. Ich bin voll das lebende Navi am Start. So, hier hoch. Da drüben ist nichts. Da komme ich auch vielleicht gar nicht hin. Oder doch? Doch komme ich hin. Und hier, glaube ich, bin ich richtig. Da ist ein Verkaufsautomat. Ich höre schon jemanden wieder rumächzen. Das ist doch. Es ist doch zum Mäusemelken. Run, 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 ja, aber nicht heute. So, hier geht's auch nach oben. Das heißt auch. Ich weiß nicht, was der richtige und was der falsche Weg hier ist. Ich habe auch keinen Bock, irgendwas zu verpassen. Weil nachher verpasse ich die supergeile Mega-Endwaffe. Damit ich alle Viecher sofort erledige. Computer. Casino-Lichter bringen mich nach Hause oder tragen mich nach Hause. Bin ich schon auf dem Kirchturm? Nee, aber der Weg hier scheint mir verdammt richtig zu sein. Da war auch schon niemand mal mehr am Leben. Ich gucke mich erstmal noch da unten um. Ich habe ja immer, wie gesagt, den Drang, nichts zu verpassen, ne? Und bei diesem Drang bleibe ich auch. Denn ich will ja dieses Spiel spielen. Ein Verkaufsautomat. Mal gucken, was ich hier kriege. So, Magnum. Dandy Äpfel, Junkfood, X-Mad Red Aways. Steak, hat die nicht Stimpaks? Stimpaks sind immer gut. Wenn ich was brauche, dann ist es Stimpaks. So. Mit denen kriege ich ja, Nahrung zurück, genau. Chips zurück. Stimpak akzeptieren. 28. Ja, sonst brauche ich die Dinger ja erstmal nicht. Und eine Haarklammer. Schön. So, ich höre sie schon wieder ächzen. Unsere Geister. Die Geister, die ich rief. Ach ne, das ist ein Red. Für eine Red brauche ich keine Waffe. Beziehungsweise keine Hardcore-Waffe. Also und die Bärenfallen, die entschärfe ich eigentlich auch nur, weil es Erfahrungspunkte gibt. Weil ist es hier richtig? Hier sieht mir das auch verdammt richtig aus.
Whisky. Ja, Whisky. Ich glaube, Whisky wird auch nie so mein Getränk sein. Ich habe sonst nie so wirklich Whisky getrunken. Im Urlaub habe ich mal Whisky probiert und das ist, weiß ich nicht, das ist, ich glaube, Whisky muss man wirklich mögen. Also das ist nicht mein Getränk. Absolut nicht. Die mag ich nicht. Oh, guck mal, eine Falle. Überhaupt nicht auffällig. Hinten ist eine Munitionsbox. Also es lohnt sich hier schon massivst in die Ecken zu gucken. Keine Frage. Mensch, eine Laserschranke. Eine Laserschranke, eine Wahnsinnslaserschranke. Vorkriegs-Business-Kleidung. Lüftungsschalter, versteckt sich im Psycho drin. Bräuchte ich auch. Wollen wir eine Runde telefonieren? Hallo, hallo. Mami. Warte mal, ist das kabellos? Da ist eine Antenne dran, ne? Krass, das ist kabellos. Alter, die haben ein kabelloses Telefon gehabt damals. Was heißt damals? Das spielt ja eigentlich in der Zukunft. Oh, Pistole. Sehr schön, sehr schön. Hallo, Eis? Ich hätte gern Erbsen. Tiefkühl-Erbsen. Oh. Kaugummi. Schade, wo kommt denn die Wolke her? Eieiei, Freunde. Ich hätte auch echt fies sein können, einfach mal auf den... auf das Moped da ballern können. So, mal eben nachladen. Und weiter geht der Spaß. Ein paar APs brauche ich auch, da ist die Treppe. Die sollte ich schon als Schutz nehmen. Einmal können die doch so nach vorne schnellen, das ist ja Hammer. Aber den Hammer habe immer noch ich. So. Mein Kopf abgeschnitten. Brauche ich ja auch nicht immer gute Munition für verschwenden. Wie viel hast du hier im Sierra Madre nicht? Ah, da ist Wolke. Und das nicht zu knapp. Aber jetzt scheint es hier der richtige Weg zu sein. Ich war mir doch sicher, dass da oben der richtige Weg ist. Okay, komm. Oh. Ich hasse dieses Spielchen. Ich hasse dieses Spielchen, ich hasse dieses Spielchen. Bumm. Ich habe nicht gesehen. Und jetzt gerade war ein bisschen die Chance höher, dass ich mit dem ganzen Leben davon komme, wenn ich einfach loslaufe. Denkste. Where is it? Where is the one who was peeping for my nerves? Ich kann hier nochmal gucken. Bin ich denn auf dem richtigen Weg? Verdammt, ich bin auf dem richtigen Weg.
Muss nur da hoch. Na komm, gib Gas. Ah, gefunden. So, was ist hier? Persönlicher Jock. Lock. Jock. Mr. Yesterday, das ist natürlich auch ein schöner Name. Habt ihr gelesen? Alles klar. So, weiter geht's im Text. Ein Geistersucher. Jetzt such mal deinen Kopf, du Sucher, du. So, hier ist nichts. Gar nichts. Nada, nie Ente. Keine Ente. Gasbombe. Eine Gasbombe, das ist auch so fies, ne? Obwohl, ich gehe jetzt wieder zurück, ne? I think. Ach, hier bin ich jetzt, okay. Hinter der Wolke. Man kann die Wolken doch ganz gut umgehen eigentlich. Zumindest meistens. Und hier haben wir wieder einen Dienstgeheimversteck. Der junge Mann war echt fleißig. Respekt. Obwohl, der alte Ghoul, der ist ja schon älter. Der ist ja schon, der lebt ja schon seit Vorkriegszeiten. Wenn ich das alles so richtig mitgekriegt habe. Wenn er halt stoppt. Ne, doch, doch da hoch. Ich muss die Treppe hoch. Und die große. Okay. Mich beschleicht gerade, das geht alles ein bisschen anders. Ich gehe nochmal zurück. Seid mir nicht böse. Aber ich habe gerade das Gefühl, ich verpasse was. Ich muss hier hoch. Nee, Quatsch. So, jetzt bin ich verwirrt. Aha. Ist die Bärenfalle. Toilette nicht, nee, genau, ich hab's wieder. Ich bin wieder da, ich hab wieder die volle Orientierung. Hier war die Treppe, die ich meine. Nach oben. Hier ist auch ein Computer. Auch ein persönlicher Jock. Könnt ihr euch auch gerne durchlesen. Gerne, gerne, gerne. Oh, hier, Relax. Schön. Habe ich vorhin übersehen. Schande auf mein Haupt. So, dann gucken wir mal, was der Gute da hinten in der Ecke gemacht hat. Warum der gestorben ist. Ha. Wahrscheinlich einfach nur dummer Zufall. So, weiter geht's. Ach, das ist ja nur ein anderer Weg da, um da runter zu kommen. Okay. Hat sich ja nicht gelohnt. Auf jeden Fall wissen wir es jetzt. Das ist doch schon mal was. Und jetzt muss ich irgendwie an den Jungs da oben vorbei. Wie ich mich freue. 1, 2, 3, 4 mindestens. Da oben sitzt einer. Ich bin nur von hier aus weggesnackt. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich bin zu dumm zum Schießen und jetzt habe ich den Salat. Ich steh gleich wieder auf.
Sie sind und bleiben unsterblich. Komme, was wolle. Dann mal schön nochmal in die Ecken gucken. Man weiß nie, ob da einer auf einen eindrischt oder rauskommt. Oder man dann doch irgendwas übersieht, was man vielleicht gebrauchen kann. Ich brauche die aber nicht liegen lassen, die Chips, wenn es nicht sein muss. Alles zu sammeln, um Chips zu kriegen, würde ich jetzt zwar nicht, aber... Okay, die befinden sich irgendwo hinter einer Wand oder auf der zweiten Etage da oben. So wie es aussieht. Einen haben wir schon weggesnackt. Was ist das aufregend? Ist schon irgendwo spannend. Die Glocke im Hintergrund. Wieder eine Bärenfalle. Ich brauche nur den offenen Bärenfallen zu folgen. Nein. Beinhaltet natürlich, dass ich die dann halt auch wieder beziehungsweise entschärft lasse. Bei Sambisum. Alter, bin ich beim... Boah. In einem Bestatterhaus. Krass. Oh, da ist jemand traurig. Guck mal. Findet einer nicht so gut. Aber jeder Mensch braucht einen Bestatter. Auch du, lieber Fallensteller. Muss nur, muss nur jemand den Kopf finden, ne? So, nachladen, nachladen, nachladen. Komm raus, rein meine ich. So, und tschüss. Schreib mir eine Karte. Er lebt noch. Kopf weg. Bah! Wo bist du so nah? Hör mal. Das Ding hat Dot. Ist auch nicht schlecht. Danke. Zack. Den Kopf wegmachen. Naja, Arm tut's auch. Ohne Arm sind die ja genauso wehrlos. Wie ohne Kopf. Da gibt's nur eine Bärenfaust. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt unter der Kirche? Wein, ein Weinlager. I'm not your mommy. Ist das... ist das vielleicht eine Hommage? Also ein kleiner... kleines Easter Egg auf Doctor Who. Mami. 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 Sehen zumindest fast so aus, ne? Den Gasmasken. So. Kerzen. Alter. Was ist hier los? Was ist hier los? Ist das hier eine Kirche? Ernsthaft? Scheint fast so, ne?
Bett. Schlafen kann ich ja hier nicht. Wahrscheinlich wegen der giftigen Atmosphäre. Wäre aber schon schön, wenn ich das dürfte. Aber die kennen wir doch da unten. Boom, dann stöhnt er uns wenigstens nicht mal die ganze Zeit ins Ohr. Das waren aber auch noch nicht alle. Also wird uns weiter ins Ohr gestöhnt. So ein Mist. Naja, was soll's. Ohne Stöhne kein Gehöhne. So, was haben wir hier? Ein Besen, ich kann die alle wegfegen. Kreuzschlüssel, Wein braucht kein Schwein. Huch. Wodka, Wodka, den habe ich damals schon eher getrunken. Och, und wie? Ach, guck mal hier. Ganz heimlich versteckt. Und damals auch nicht ohne. Scheißzeug. So. Das kann ich mittlerweile gar nicht mehr sehen. Ich trinke jetzt nur noch Milch. Schön warme Milch mit Honig. Und man ist glücklich. So. Und die Zeit ist um. Ach du Backe. 21:47. Doch, war richtig. Ach, verdammt. Die Zeit ist um. Ja, dann werde ich mich wohl erstmal verabschieden. Und, na, nein, werde ich nicht. Erstmal mache ich den da weg. So, dort. Das war aber nicht alles. Ist er verkrüppelt genug? Nein, ist er nicht. Muss schon ordentlich verkrüppelt sein, der Gute. So, jetzt ist der Kopf ab. So, und jetzt werde ich mich auch verabschieden. Ja, nach dieser Aktion nochmal einen Kopf weg und nah an meinem Kopf dran sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.